Bonjour, Mesdames, bonjour, Messieurs, Sie feuern Alpinern, allez les bleus. Nach einem weniger erfreulichen Qualifying für Oscar Piastri in Miami haben wir bei ihm komplett frische Komponenten verbaut. Und nun schicken wir ihn los, unseren Jungspund, und werden auch Fernando Alonso nicht lange warten lassen. Nichtsdestotrotz läuft die Saison bis jetzt sehr, sehr gut. Wir haben eine ordentliche Saison hingelegt. Fernando Alonso jetzt bei 74 Punkten. Mit einem Sieg, zwei Podiumsplätzen, einer schnellsten Runde. Und Oscar Piastri ebenfalls sehr schnell unterwegs, sehr gut unterwegs. Bis jetzt eine schnellste Runde, 45 Punkte. Auch für ihn läuft das Ganze aktuell sehr, sehr gut. Beide Fahrer von uns vor beiden Mercedes. Und wir splitten aktuell hier die Red Bull voneinander. Wobei natürlich auch Ferrari da dazwischen ist. Und 10 Punkte haben wir aktuell zwischen den Top 2 Teams. Aber Alpine folgt den Top 2 Teams dicht auf den Fersen. Und wir haben die Möglichkeit, bald selbst eins der zweitstärksten Teams zu sein. Schauen wir mal jetzt im Qualifying, wie es im ersten Run läuft. Oscar Piastri fährt ganz nah dran an die Zeit von Fernando Alonso. Alonso aber mit der Bestzeit, boah, die von Charles Leclerc getoppt wurde. Für Alonso natürlich das Heimspiel jetzt in Catalonia. Ganz, ganz wichtiges Rennen. Und Charles Leclerc schallert da aber auch eine Zeit raus, die ihresgleichen sucht. Nichtsdestotrotz, der Rest des Feldes ist recht dicht beisammen und dementsprechend haben wir gar keinen so großen Rückstand zu Verstappen und sind sogar vor Sainz, Perez, Russell und Hamilton. Verbessert sich leider knapp vor Alonso. Aber ist in Ordnung. Ich denke, Q2 schaffen wir mit Sicherheit. Springen wir doch rüber. Die Zielzeit wird etwa eine 1.18.0 sein. Das war die Zeit, die gerade der 10 schnellste Fahrer gefahren ist. Ich denke, wenn wir bei 17.9 oder 17.8 sind, dann sollte es mit dem Weiterkommen höchstwahrscheinlich etwas werden. Und wir haben tatsächlich die gebrauchten Reifen aufgezogen. Deswegen war ich gerade auch ein wenig verwundert wegen der Pace, die hier die beiden Fahrer an den Tag legen. Aber beide mit super Performance und Oscar Piastri ist erneut ausgeschieden. Warum? Zum Weiterkommen reicht es dennoch und zwar sehr, sehr deutlich. Wir sind auch vor beiden Mercedes. Fernando kann auch einen Red Bull hinter sich halten. Ja, aber trotz allem ist das natürlich ein wenig ernüchternd, was jetzt mit Piastri passiert ist. Er darf aber auch noch im dritten Qualifying fahren? Wie bitte? Okay, dann schicken wir ihn auch auf nochmal ins dritte Qualifying raus. Nein, darf er nicht. In Ordnung, also den 10. Platz nehmen wir trotzdem gerne mit. Wir werden auf jeden Fall nicht eine weitere Motorenstrafe für Oscar Piastri in Kauf nehmen. In Spanien ist das Überholen ja ohnehin etwas schwieriger als auf anderen Strecken und es wäre töricht, ihn jetzt auf frische Motorenkomponenten rauszuschicken. Ah, Charles Leclerc da fast mit Verkehr durch Alonso, aber dann doch nicht. Boah, und fährt auch eine überlegene Bestzeit. Nee, es wäre töricht, ihn da weiter hinten im Verkehr versauern zu lassen. Dementsprechend werden wir dergleichen nicht tun und werden Oscar Piastri auf Platz 10 entsprechend ins Rennen schicken. So, und Fernando Alonso wird jetzt als letzter Fahrer hier im Feld eine gezeitete Runde fahren. Russell hat sich in Kurve 1 gedreht. Das ist nicht gut für die Reifen, auch wenn sie ein bisschen warm werden. Und das ist P4 für Alonso. Wahnsinn. Für Charles Leclerc ist das eine ziemlich deutliche Pole Position. Ich bin allerdings einverstanden damit, denn wenn Charles Leclerc die Pole Position fährt, dann ist das im Zweifel besser, als wenn Max Verstappen die Pole Position holt. Denn Max Verstappen ist ja aktuell WM-Führender. So ist das definitiv etwas besser für uns. Und es wäre wichtig, zu Beginn auch die Pace der anderen mitfahren zu können. Deswegen starten wir mal auf dem Medium-Reifen, wechseln später auf Hard. Auch wenn die Strategie hier als langsam betitelt wird. Ich denke, sie hat sich in der Vergangenheit als ganz gut erwiesen und deswegen werden wir es ja ausprobieren. Vielleicht können wir bei Piastri sogar den harten Reifen als Startreifen verwenden. Probieren wir es aus, dann splitten wir auch die Strategien ein wenig. Intermediates und Wet-Reifen werden heute nicht vonnöten sein. Ich denke, dass wir da ganz gut durchkommen. Und jetzt, werte Damen und Herren, richten wir hier nochmal die Benzinmengen ein. Wir werden hier den Fahrmodus noch ein wenig anpassen und dann schicken wir beide Piloten raus zum großen Preis von Spanien. Zum großen Heim-GP von Fernando Alonso und schauen, wie sich die beiden Fahrer anstellen. Wir haben hier sogar jemanden auf Softreifen tatsächlich und Fernando Alonso sehen wir hier schon im Bild. Oscar Piastri weiter hinten und Alonso mit einem super Start. Nee, Sainz mit einem super Start kann ich Softreifen direkt ausnutzen und schaut mal bitte hin. Boah, auch Lewis Hamilton und auch George Russell, die ziehen hier vorbei, weil Max Verstappen einen unfassbar langsamen Start hatte. Was ist hier passiert? Und Oscar Piastri hat sich P11 geholt. So kann man das auch nennen, wenn er eine Position verliert. Würde ich zwar nicht tun, aber hey.
Boah, und wir fallen ein bisschen zurück. Die beiden Mercedes sind mir hier gerade definitiv ein Dorn im Auge. Max Verstappen macht da ein bisschen Grass-Tipping. In iRacing hilft's, ob es in F1 hilft, ich weiß es ja nicht. Aber hier wird gerade ein bisschen gekämpft. Vielleicht müssen wir ein bisschen geduldig sein und können uns vielleicht nach und nach vorne arbeiten. Und? Da hat sich jemand gedreht. Irgendwas ist passiert. Ach, es war nur ein Aston Martin. Ja. Das ist nicht allzu verwunderlich. Tsunoda im Spiel auf jeden Fall sehr schwach. Und Max Verstappen wird hier unter Druck gesetzt von Fernando Alonso. Die Überholmöglichkeit lässt sich Fernando hier nicht nehmen. Kann hier direkt den Red Bull angreifen. Bleibt er hier vorne? Max Verstappen bleibt hier außen dran. Und hier wird sich sehr fair tatsächlich Platz gelassen. Oh, und Fernando Alonso, jetzt ist er außenrum vorbei. Unfassbare Leistung hier. Boah, aber Max Verstappen, der will noch. Der will noch. Der hat nicht damit abgeschlossen. Und der Pylon, der hat uns da so ein bisschen verlangsamt. Und Alonso jetzt außenrum. Hat er einen bisschen besseren Run auf die Startzielgerade und holt sich hier tatsächlich die 5. Position. Und Oscar Piastri jetzt auf Platz 10 wieder nach vorne gefahren. Jetzt können wir mal hier Overtake nutzen. Denn ja, aktuell hat er die harten Reifen drauf, deswegen allzu extrem eilig hat er es nicht, nach vorne zu kommen. Aber es wäre natürlich besser, vor Gasly zu sein, als hinter Gasly zu sein. Wundervolle Startphase bis jetzt. Und jetzt gucken wir nochmal. Oscar Piastri, kommt er hier vorbei? Ja, das sollte klappen. Er kann Gasly nochmal kurz gegenhalten, aber ich denke nicht, dass das langfristig von Erfolg gekrönt sein wird. Während Fernando Alonso hier gut dranbleibt an George Russell und gar nicht so unter Druck gesetzt wird von Max Verstappen. Oh, der da verliert auch ihr Herr Jacques Trank. Was ist hier los? Was macht die? Da wird auch Jacques Traktiv plötzlich deutlich weniger eloquent bei solchen Manövern. Unfassbare Leistung von beiden Piloten. Einziger Negativpunkt hier gerade ist, dass Sainz schon aus dem DRS-Fenster von Leclerc draußen ist. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Piastri kann sich jetzt schon an Perez ranknabbern. Wahnsinn, wie die beiden Fahrer hier bisher auftreten. Phänomenal. So paradox das auch klingt, aber ich würde mir wünschen, dass jetzt Hamilton auch Sainz überholt, damit er mit den Softreifen, jawohl, die Lücke zu Leclerc schließen kann. Denn Sainz macht gerade nur eines. Er öffnet seinem Teamkollegen gerade Tür und Tor zu einem sehr, sehr sicheren, komfortablen ersten Platz. Und wenn jetzt Lewis Hamilton eventuell die Lücke etwas schließen kann, dann wäre das optimal. Währenddessen haben wir hier tatsächlich bei Sergio Perez zumindest die Gefahr, dass er aus dem DRS-Fenster rausfallen könnte von seinem Teamkollegen Max Verstappen. Russell ist bereits aus dem DRS-Fenster von Fernando Alonso raus, hat wahrscheinlich deswegen auch Verstappen aufgehalten, woraufhin Perez da nochmal rankam. Und mit Fernando Alonso können wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen gucken, dass wir die Ressourcen verwalten. Weniger ERS gebrauchen, Hamilton jetzt mit der schnellsten Rennrunde. Er ist anderthalb Zehntel rangekommen an Leclerc. Aber er verliert insgesamt, glaube ich, Zeit. Das war wahrscheinlich nur das DRS, wodurch er wirklich jetzt mal rankam in der Runde. Ja, während Sainz und Hamilton hier schon in der letzten Runde ein wenig gekämpft haben, bleiben wir mit Fernando Alonso relativ entspannt. Wir können hier tatsächlich gerade den Motor beim Sprit etwas runterdrehen. Hier und da auch ein bisschen ERS sparen und wir bleiben trotzdem relativ nah dran. Ja, die 9 Zehntel relativieren sich jetzt auch nach und nach, die wir wegen zu viel Ressourceneinsparens verloren hatten. Und auch der Sprit bei Oscar Piastri kann hier für einen späteren Zeitpunkt abgespeichert werden, damit wir da ein bisschen mehr pushen. Und Energie sparen wir ebenfalls, weil jetzt George Russell und Verstappen so ein bisschen hier vorne den Ton angeben und auch nicht so wirklich an Alonso und Co. rankommen. Der Abstand zwischen Leclerc und Sainz ist ungefähr so groß wie der Abstand zwischen Sainz und Piastri. Etwa 5,5 Sekunden. Das ist ziemlich, ziemlich heftig. Eine Sache dürfen wir allerdings nicht vergessen. Oscar Piastri ist aktuell auf dem harten Reifen unterwegs. Das heißt, er ist hier super gut unterwegs, was die Gesamtpace angeht. Jetzt ist er mal kurz aus dem DRS-Fenster rausgefallen. Ich verstehe nicht ganz warum, ehrlich gesagt, aber wir haben auf jeden Fall ein paar Reserven und können die auch nutzen, um hier wieder ranzukommen, während hier Fernando Alonso ja, sich ein bisschen einmischt gegen Sainz und gegen Hamilton und dem das vielleicht ein bisschen zu langsam da vorne vorangeht. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Oscar Piastri ist wieder im Sekundenfenster. Ja, und kann gleich wieder ein bisschen mehr Ressourcen sparend unterwegs sein. Aber wichtig, dass er erstmal jetzt wieder dran ist. Dann lassen wir auch kurz mal den Motor etwas hochgedreht.
Und dann gucken wir mal. Bei Fernando ist es halt wirklich herausragend, wie der einfach hier mithalten kann. Bei Piastri ebenfalls natürlich. Wegen der harten Reifen hat er ja ein riesen Handicap eigentlich. Ach, mir fällt erst jetzt tatsächlich gerade auf, dass auch Carlos Sainz auf dem Softreifen gestartet ist. Hui, dann sollten wir eigentlich relativ bald mal zur Attacke ansetzen. Oder wir warten ganz geduldig, bis sie an die Box fahren ihrerseits und könnten dann eventuell hier weiter pushen. Vielleicht wird ja auch ein Max Verstappen da etwas hilfreich sein, der mittlerweile auch hier aufschließen konnte. Ich konnte auf jeden Fall ordentlich Reifen schonen bei Fernando Alonso bislang. Das ist definitiv hilfreich und mit Oscar Piastri sind wir hier zumindest auch wieder sehr gut dran an Russell und Perez. Alles super bis jetzt, wir spielen das Long Game und das spricht gerade ein wenig für uns, aber auch vor allem für Charles Leclerc. Ich bin ein bisschen irritiert davon, wie lange die beiden hier tatsächlich auf dem Softreifen draußen bleiben konnten. Jetzt geht allerdings Lewis Hamilton rein. Jetzt ist die Chance auch mal gegeben, dass wir gleich an Carlos Sainz vorbeiziehen können, denn jetzt gibt es keine DRS-Train-Situation mehr. Und wir werden auf jeden Fall versuchen, im mittleren Sektor hier an Carlos Sainz vorbeizuziehen, dass wir hier dann, ja, auch niemanden mehr vor der Nase haben, der uns hier nach und nach aufhält. Während Oscar Piastri hier auch noch nicht allzu weit weg ist. Also bis jetzt hat sich der Gamble gut ausbezahlt mit den harten Reifen. Und wir schaffen es leider nicht, mit Fernando Alonso hier vorbeizukommen. Dann warten wir nochmal einen Moment hinter Carlos Sainz und werden gleich unsere ganzen Ressourcen nochmal schön abrufen, wenn er jetzt nämlich an die Box geht. Jetzt bin ich gespannt darauf, wie die Pace genau aussieht. Können wir eventuell die Lücke zu Charles Leclerc ein wenig schließen? Oder kann sich Charles Leclerc hier durch diesen frühen Vorsprung bereits absetzen und ja, einfach einem entspannten Sieg entgegenfahren? Wir werden sehen. Und Charles Leclerc ist an der Box. Der Abstand zu Alonso war etwas angewachsen, bevor er dann reingefahren ist. Und auch Max Verstappen und George Russell gehen jetzt rein. Die Frage ist, kommt Piastri eventuell an Charles Leclerc vorbei? Ja, das tut er. Und jetzt können wir eventuell hier nochmal... Ah, wir müssen die Lücke zu Perez schließen. Ich wollte eigentlich sagen, ein wenig Charles Leclerc aufhalten. Aber ich bin mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir hier Charles Leclerc so viel Zeit kosten können. Boah, wobei, der geht zweimal an die Box. Das wird eine Zwei-Stop-Strategie bei Charles Leclerc. Also vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass wir wirklich mit Oscar Piastri Charles Leclerc ein wenig ärgern können. Mal schauen. Das wird ganz, 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 ganz schwierig werden. Und Außenseiterchance für Alonso für den Sieg gibt es, aber ich würde aktuell eher mit Platz 2 kalkulieren. Mal schauen. Okay, jetzt kann Oscar Piastri wirklich mal ein bisschen hier Fernando Alonso den Rücken decken und er tut das bis jetzt auch sehr, sehr gut. Bleibt hier vorne, ist jetzt etwa 6 Sekunden hinter Alonso. Ja, sobald er hier den Kampf gegen Leclerc verliert, und das wird relativ bald passieren, denn er hat kein EAS mehr, also ressourcentechnisch ist es bei Piastri schwierig, weil er musste irgendwie versuchen, an Perez und Co. dran zu bleiben, aber vielleicht ist jetzt halt die Möglichkeit da, dass wir zumindest mit Piastri insofern profitieren von Leclerc, dass er da dran bleibt und sich eventuell an ein, ja, aktuell sehr viel schnelleres Fahrzeug dran heften kann und vielleicht sich pace-technisch mitziehen lassen kann. Bis jetzt funktioniert es ja noch, aber wir müssen natürlich ein bisschen Reifen, Sprit und auch EAS extra dafür aufwenden. Frage ist halt, ob wir auch im letzten Sektor da noch dran sind und jetzt hat Fernando Alonso einen Fehler gemacht. Nein! Fernando, warum tust du das? Ah, oh, blockierte Kurve 12 vor der Schikane. Oh, es hätte schlimmer kommen können, aber das ist natürlich nicht optimal. Es ist natürlich nicht optimal und Fernando Alonso wird jetzt auch von Charles Leclerc überholt. Kann jetzt aber seinerseits natürlich diesen potenziellen Vorteil nutzen und eventuell, vor allem mit den angesparten Reifen jetzt, die er hat, boah, kann er gegebenenfalls auch wieder profitieren jetzt durch Charles Leclerc, der direkt vor ihm ist und ihn vielleicht in Richtung Platz 2 carryen könnte. Mal schauen. Ja, jetzt ist Alonso leider aus dem Sekundenfenster rausgefallen. Ich habe da alles versucht, maximal gepusht, aber wir können die Reifen natürlich weiterhin deutlich überbeanspruchen und gucken, wo die Reise dann hingeht. Wir haben mit Alonso ohnehin nur einen Stop geplant. Ich denke, alle anderen sind auf einer Zwei-Stop-Strategie unterwegs. Insofern, ich erhoffe mir durchaus noch aktuell Platz 2 mit Alonso. Vielleicht mit etwas Glück, wenn Charles Leclerc ebenfalls einen Fehler macht, könnte ja P1 noch drin sein. Mal schauen. Und damit geht's für Fernando Alonso an die Box. 37% noch auf den Reifen gehabt. Das war noch
relativ komfortabel. Da hätten wir sogar noch ein bisschen mehr pushen können. Frage ist natürlich, wo kommt er jetzt wieder raus? Er war so 4-5 Sekunden hinter Leclerc. Ich schätze mal, hinter Perez wird er wieder rauskommen. Aber relativ deutlich sogar. Ja, da muss er auf jeden Fall ein bisschen was zufahren, ehe er hier wieder in den DRS-Train reinkommt. Gute Nachricht ist, dass Piastri ebenfalls klar vor Gasly wieder rauskommen wird und dementsprechend zumindest keinen Verkehr vor der Nase haben wird. Oscar Piastri jetzt mit Carlos Sainz direkt hinter ihm. Und Piastri könnte sich jetzt eventuell als sehr nützlich für Alonso erweisen, hätte er hier Carlos Sainz aufgehalten. Hat er nicht. Ja gut, dann wird die Aussicht vielleicht sogar P3 sein eher, statt P2. Weil die Hoffnung war jetzt definitiv, dass Piastri ein wenig Sainz aufhält, aber vielleicht kann er sich ja jetzt mitziehen lassen durch Carlos Sainz. Das würde ja zumindest Piastris Rennen helfen. Wäre auf jeden Fall auch cool, aber natürlich wollen wir auch Alonso ein bisschen im WM-Kampf unterstützen. Aktuell würde Verstappen noch seine WM-Führung verteidigen. Die beiden Ferrari würden punktgleich dahinter sein. Alonso wäre bei 78 Punkten, aber noch ist das Rennen ja nicht zu Ende. Boah, Ferrari würde derzeit einen Doppelsieg plus schnellste Runde holen. Verrückt. Und jetzt holt sich WM-Führender Max Verstappen die dritte Position. Piastri jetzt mit seinem Boxenstopp. Und wie von mir angenommen, sollte er eigentlich vor Pierre Gasly auch wieder rauskommen. Wobei, ja doch, es sollte eigentlich klappen. Ja, Piastri ist hier losgefahren, während jetzt Gasly dann doch nochmal vorbeikommt. Ich wollte gerade sagen, während er jetzt noch auf den alten Harten unterwegs war, hat er wahrscheinlich sehr viel Zeit verloren. Ja, und dementsprechend müssen wir jetzt einen Moment warten, ehe wir wieder am AlphaTauri vorbeikommen. Aber das sollte kein allzu großes Problem sein. Das sollte bald zu machen sein und dann können wir hier wieder überholen. Auf geht's, Piastri, jetzt nochmal ganz kurz Overtake hier reinschallern. Boah, hilft noch nichts. Aber dann bleiben wir einfach dran und können dann auf der Startzielgeraden überholen. Während Fernando Alonso tatsächlich hier sehr gut rankommt an Sergio Perez. Also da dürfte es relativ bald darauf hinauslaufen, dass er zumindest jetzt mal ein bisschen DRS bekommen könnte. Und darauf steuern wir auch hin. Bisschen mehr Energieeinsatz hier, damit er da auf jeden Fall rankommt. Und mit Oscar Piastri spielen wir jetzt natürlich das Long Game und versuchen da nach und nach und nach und nach einfach gute Pace zu fahren. Schauen wir, wie es läuft. Und Fernando Alonso jetzt bei 1,3 Sekunden Rückstand nur noch. Das sieht gut aus. Jetzt ist er 1,1 entfernt, 1,0. Ja, und in der Schikane ist er jetzt nur noch eine Sekunde weg. Reicht es für DRS? Tatsache. Sauber. Schön ist, dass wir aktuell mit Alonso sehr viele Ressourcen hinter Hamilton und Perez ansparen. Oh, es ist Russell. Und Charles Leclerc, das möchte ich gerade anmerken, ist 24 Sekunden entfernt von Carlos Sainz. Also irgendwas macht Leclerc anders als alle anderen hier. Während ich gerade sehe, dass Oscar Piastri leider ein bisschen zu viel Sprit verbraten hat. Aber die Lücke zu Alonso jetzt mittlerweile deutlich schließen konnte. Was erfreulich ist. Und der Aston Martin hält uns hier nochmal kurz auf. Warum auch nicht? Aber da die beiden kämpfen, sollten wir direkt wieder ins Sekundenfenster kommen. Können aber nicht so viel ERS sparen und müssen ein bisschen mehr pushen. Schade. Jetzt ist Carlos Sainz an der Box. Lewis Hamilton ebenfalls drin. Und jetzt gucken wir mal. Fernando kommt sehr deutlich vor beiden wieder raus. Hat jetzt schon 60% ERS angespart in dieser Gruppe. Also das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Oscar Piastri jetzt sogar vor beiden Piloten. Boah, und jetzt könnten wir definitiv mit Piastri die Chance nutzen, um die beiden ein bisschen aufzuhalten. Damit Fernando Alonso, der ohnehin schon 14 Sekunden jetzt vor Sainz ist, damit Fernando Alonso da relativ entspannt hoffentlich Platz 2 entgegenfahren kann. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Aktuell ist es ja eigentlich ganz gut, was wir hier hinbekommen. Da sieht es mit Alonso sehr ordentlich aus. Verstappen jetzt ebenfalls an der Box. Und mit Oscar Piastri haben wir vielleicht auch nochmal die Chance, Perez und Russell zu besiegen. Das wäre zumindest jetzt gerade der Anspruch. Und wenn Piastri hier sich mit Sainz und spätestens mit Hamilton ein bisschen mitziehen lassen kann, dann wäre das ja schon mal ganz cool. Und Piastri jetzt auch vor Verstappen, der noch ein bisschen vor Hamilton rauskommt. Schade, denn zwischen den beiden kracht es ja gerne. Das hätte uns jetzt durchaus geholfen, denke ich mal. Und jetzt auch Leclerc an der Box, der wird von 1 auf 1 zurückfallen. Jetzt sind Perez und Russell an der Box. Auf geht's mit Fernando Alonso. Fahren wir jetzt ein ganz normales, gechilltes Rennen. Wir werden vielleicht ein bisschen hier und da mal den Sprit hochtreiben. Ja, dass wir da auf jeden Fall auch nochmal die Ressourcen nicht bis zuletzt ansparen und sie dann gar nicht nutzen können.
Aber wir müssen da jetzt auch nicht irgendwelche Heldentaten vollführen. Was mich interessiert ist, wann die Medium-Reifen von Piastri und die Soft-Reifen von Sainz von den Prozenten her auf demselben Stand sein werden. Sainz-Reifen werden dann trotzdem schneller sein, aber vielleicht hat er dann ja die Chance, sich tatsächlich von Sainz besser mitziehen zu lassen. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Und jetzt gerade haben wir hier ganz gute ERS-Reserven bei Piastri. Also im Zweifel, wenn Sainz jetzt vorbeikommt, können wir dann tatsächlich gucken, dass wir hier dranbleiben, indem wir ordentlich pushen. 8% die Reifendifferenz zwischen den beiden aktuell und Sainz. Ja, keine Ahnung, ob der jetzt noch DRS hatte oder nicht. Aber dran an Piastri. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. 8-9% aktuell die Differenz. Sainz kann es beim ersten Überholversuch noch nicht schaffen, hier vorbeizukommen. Er schafft es nicht. Und aktuell gucken wir mal, bei wem springt die Zahl zuerst runter? Bei Sainz. Jetzt sind es 7-8% Reifendifferenz. Also in 1,5 Runden etwa haben wir da ein Prozent gut gemacht, was das angeht. Und Verstappen kommt jetzt näher, dadurch, dass Piastri Sainz im Weg steht. Ja, da wäre es mir eigentlich fast lieber, dass Sainz jetzt vorbeikommt und uns dann mitzieht, statt dass jetzt plötzlich so ein Riesentrain entsteht. Mal gucken. Aktuell ist aber noch alles hier entspannt. 10 Sekunden noch zwischen Alonso und Sainz. Also das ist kein allzu großes Problem. Gelbe Flagge. Keine Ahnung bei wem. Wahrscheinlich ein Haas, der hier gerade verdeckt war. Nee, Norris hat sich in Kurve 4 gedreht. Und jetzt können wir mit Piastri einfach dranbleiben. Ganz, ganz wichtig. Dann könnten wir Platz 2 und 4 holen. Das wäre richtig stark, denn ich glaube, Ferrari in diesem Rennen ist einfach viel zu stark. Und das ist das Maximum von dem, was wir machen können. Wir müssen das Tempo mit Piastri ein bisschen anziehen. Der war gerade kurz aus dem Sekundenfenster wieder raus. Ah, die Softreifen, die sind hier natürlich schon sehr, sehr flott. 8 Sekunden nur noch zwischen Sainz und Alonso. Also Stand jetzt holt er da auch zu Fernando da richtig, richtig auf. Aber ich denke mal, dass wir da langfristig dann doch zumindest mit Alonso die Oberhand haben dürften. Bei Piastri können wir halt, wie gesagt, jetzt nur hoffen, dass wir dranbleiben und vielleicht zum Ende hin nochmal attackieren können. Schaut es euch an, 8-9, obwohl ich hier auch nochmal gerade sehr viele Ressourcen in die reingeworfen habe. Ganz, ganz schwierig hier. Ja, und jetzt ist das hinter Sainz herfahren und sich mitziehen lassen leider passé. Selbiges müssen wir jetzt mit Max Verstappen probieren. Das ist jetzt unsere beste Fahrkarte. Das Gute ist, dass Sainz jetzt gerade weggezogen ist, sodass Verstappen kein DRS haben wird von Sainz, sodass Verstappen nicht quasi sich auf die Pace von Sainz mit auflevelt, sondern dass wir im Zweifelsfall sollte Verstappen hier wirklich ein bisschen langsamer sein, nur Verstappens Pace mitfahren müssen. Und das könnte sein, dass wir die dann wirklich callen können und dann können wir vielleicht P5 sichern. Wobei natürlich auch für die WM wichtig ist, dass Piastri im Zweifel vor Verstappen ins Ziel kommt. Aber wir können es uns nicht aussuchen. Wir sind aktuell bei deutlich schwächeren Reifen. Wir sind bei älteren Reifen. Wir haben die härteren Reifen zudem auch. Das ist aktuell kein Wunschkonzert, was das alles hier angeht. Und mit Fernando können wir hier eventuell auch noch weiter die Lücke zu Sainz aufrechterhalten. Wir haben jetzt ein bisschen ERS genutzt. Die Zeit ist eine 1:20.7, während Carlos Sainz Zeiten leicht so langsam aber sicher mal einbrechen. 1:20.4, aber im Hundertstelbereich wurde jetzt zumindest mal langsamer die Zeit. Ja, und jetzt müssen wir mit Piastri natürlich versuchen, an Verstappen dran zu bleiben. Ganz, ganz wichtige Chance hier. Ja, jetzt ist leider auch die Zeit gekommen, in der Oscar Piastri auch Goodbye zu Verstappen sagen muss. Der hat ihn da ein bisschen durchcarryen können, aber leider reicht es hier einfach nicht pace-technisch. Wir sind da einfach ein bisschen hinterher und dementsprechend zieht uns jetzt auch Verstappen davon, während die Hoffnung weiterhin besteht, dass Fernando Alonso hier noch vor Sainz ins Ziel kommt. Und mit Piastri müssen wir jetzt irgendwie hoffen, dass wir entweder vor Hamilton ins Ziel kommen oder Hamilton nutzen, dass wir da nicht auf 7 oder 8 zurückrutschen. Auf jeden Fall so oder so aktuell ein sehr starkes Rennen und wir gucken mal, derzeit wären wir nur 16 Punkte von der WM-Führung entfernt, 6 Punkte näher dran an Verstappen und dass Charles Leclerc und Carlos Sainz hier gerade so overperformen, ja, das tut dem keinen Abbruch. Insgesamt wird die WM spannender, die WM wird enger und wenn wir am Ende ganz vorne stehen, dann ist mir auch jetzt egal, wie vielter wir nach diesem Rennen sind in der WM. Lewis Hamilton jetzt mit der Chance gegen Piastri. Ja, ich meine, schaut's euch an. Da geht wirklich nichts. Ja, jetzt vielleicht nochmal kurz den Motor hochdrehen. Reifen dürfen wir ja auch nicht beanspruchen. Bis zum Geht nicht mehr, bis zum Abwinken.
Und ich meine, schaut mal, wir haben bei Alonso mehr Prozente auf den Reifen, obwohl der härtere Reifen hat. Da können wir wirklich noch ein bisschen die Reifen hart rannehmen. Aber bei Piastri ist das leider nicht drin. Da müssen wir definitiv jetzt einfach darauf hoffen, dass Lewis Hamiltons Windschatten uns so viel Pace spendet, dass Russell und auch Perez da nicht mehr rankommen werden. Bei Perez mache ich mir da aktuell wenige Sorgen, aber bei Russell wäre ich da durchaus noch ein wenig, ja, unentspannt. Und mit Alonso haben wir so 30% ERS noch überschüssig. Und die brauchen wir jetzt auch, denn Sainz kommt näher. Nicht mit Verstappen im Schlepptau. Dafür hat Oscar Piastri auch sorgen können. Aber Sainz ist definitiv dran. Und er wird die letzten zwei Runden nochmal ein bisschen Druck machen können. 1,5 Sekunden der Abstand jetzt. Während Piastri hier weiterhin mit Lewis Hamilton gut mithalten kann. Ich glaube, das ist wirklich gerade ein Pace-Niveau. Die Softs sind jetzt so schwach geworden und der Mercedes ist auch ein nicht ganz so starkes Auto wie Red Bull und Ferrari. Da kann man durchaus jetzt auch mit Oscar Piastri hier eben mit den komplett durchgenudelten Reifen einfach dranbleiben im Sekundenfenster. Ja, und ihr seht auch, selbst das ist gerade nicht einfach. Und jetzt kommt Russell auch näher ran an Oscar Piastri und jetzt müssen wir wieder mehr pushen. Meine Güte, das ist gerade alles nicht so super einfach. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir mit ERS eventuell auf der Gegengeraden hier das DRS bekommen können. Während Fernando Alonso hier weiter knapp über eine Sekunde Abstand hat zu Sainz. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, im letzten Sektor alles rauszupushen. Denn Schlüsselstelle Nummer 1 ist jetzt, Sainz außerhalb des DRS zu haben. Und zwar auf Startziel. Und das hat funktioniert. Joe hat die Reifen blockiert und mir ganz kurz nochmal sehr viele Sorgen bereitet, weil ich nicht wusste, ist es jetzt Alonso, der da ein Problemchen hatte oder nicht. Und Oscar Piastri, ah, der war da gerade noch kurz an Lewis Hamilton dran, der muss jetzt halt auch nochmal pushen. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, einfach den Abstand hier irgendwie zu verwalten. Alonso wird das gut hinbekommen gegen Sainz, denke ich mal. Und Oscar Piastri muss jetzt verteidigen. Let's go. Verteidigungsmodus aktiviert. Und das funktioniert. Oh, er hat zu wenig Sprit, er hat zu wenig Sprit. Er hat genug Sprit. Leclerc gewinnt das Ding. Dominant. Vor Fernando Alonso. Und jetzt schafft es Oscar Piastri hier nochmal. Bam! P6 nach Hause zu holen. Eine Zehntel vor Russell. Und wir gucken mal ganz kurz auf die Reifen. Russell hatte 51% noch. Ja, und die anderen waren einfach überlegen. Aber starkes Rennen für unser Team. Beide super gemacht hier und die ganze Truppe allgemein. Ich denke, in Katalonia ist ohnehin kein Kraut gegen Ferrari gewachsen. Die sind hier einfach stark und das zeigt sich vor allem auch darin, dass Charles Leclerc halt eben hier fast 40 Sekunden vor einem Max Verstappen sein kann, der hier ja aktuell noch die WM anführt, also auch kein Nasenbohrer ist, definitiv nicht. Und insofern haben wir den Weltmeister aus 21 und den Weltmeister aus 22, Endgame natürlich, hier direkt hintereinander in der WM. Charles Leclerc überholt Carlos Sainz. Und Fernando Alonso, wie angekündigt, 16 Punkte nur hinter Max Verstappen. Oscar Piastri ebenfalls sehr gut unterwegs. 53 Punkte bei seinem Konto. Insgesamt gut geschrieben in der Saison. Und wir kommen nah ran an Red Bull. 19 Punkte Rückstand, während Red Bulls Abstand zu Ferrari schon bei ganzen 35 Punkten liegt. Das ist krass, wenn man das mal bedenkt. Ja, leider kostet das fehlende Q3 jetzt Piastri auch ein paar Erfahrungspunkte. Der hätte da durchaus auch nochmal ein paar Pünktchen mehr holen können für die Entwicklung. Und wir haben ein weiteres Design abgeschlossen. Die Aufhängung. Und wir schauen mal ganz kurz. Leute. Aufhängung. Die aktuelle ist so. Die neue ist geringfügig besser. Boah, aber schmeißt uns auf jeden Fall nach vorne. Was Kurvengeschwindigkeit niedrig angeht. Ui, und vielleicht hilft uns das für Monaco gut weiter. Leute, das könnte sein. Bremskühlung wird auch besser. Wir machen mal... Wait. Wir machen mal zwei Notfallanfertigungen. Und schauen mal, ob die schnelle Anfertigung bis zum Wochenende fertig ist. Auf geht's. Und irgendetwas hatten wir zuletzt weiterentwickelt, was mir weniger imponiert hatte. Aber das war vielleicht in einem Paralleluniversum, wo mein Kollege auf dem Uncut-Kanal mit McLaren unterwegs ist. Wir werden leider keinen Regen haben in Monaco. Das wäre doch irgendwie ganz lustig geworden, glaube ich. Und wir werden mal neue Teile entwerfen. Schauen wir mal. Haben wir Ressourcen? Nö. Dann warten wir mit den neuen Teilen erst nochmal und springen
nach Monaco. Die Aufhängung ist tatsächlich fertig geworden. Alles super. Und damit gehen wir in ein hoffentlich erfolgreiches Rennwochenende nach Monaco. Aber dies erst beim nächsten Mal. Für dieses Mal bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Wenn Ihnen diese Episode mit dem F1-Manager Ihrer Wahl gefallen hat, lassen Sie gerne einen Daumen nach oben da. Gerne Abonnement und gerne beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis demnächst. Ihr Jacques Tractif.